Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 3. Wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, und zwar im ersten Stock des Bürogebäudes. Schauen wir mal auf die Karte, wie es hier aussieht. Monster? Fragezeichen? Hat sie da eingezeichnet? Oh mein Gott, da ist der Fette. Oh mein Gott. Oh mein Gott, dreh dich um, Heather. Raus mit dir. Oh mein Gott. Der Fette macht ganz schön Schaden. Der tackelt uns. Monster-Fragezeichen? Oh, Monster-Fragezeichen? Stirb! Stirb! Es möchte nicht sterben. Es ist unzerstörbar. Was haben wir denn an Gegenständen? Eine Münze. Können wir nicht benutzen. Okay. Okay. Was haben wir noch? Da drüben kommen wir durch. Warum sind wir da nicht durchgegangen? Gehen wir mal. Na, es ist doch abgeschlossen. Okay. Hier können wir anscheinend gar nichts machen im ersten Stock. Gehen wir wieder in den Fahrstuhl. Ja, ja. Im Fahrstuhl ist es schön gemütlich. Rein mit uns. Zack. Gut. Gucken wir mal, wo wir jetzt hin sind. Zwei? Gehen wir einfach mal in den zweiten Stock. Klappern wir mal die Stor. Oh mein Gott, das sind Hunde. Oh mein Gott, hier haben wir aber viel nicht entdeckt. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Nein, nein. Ja, nein, lass mich einfach in Ruhe. Geht weg. Oh Mann, die sind gemein. Oh mein Gott. Oh, perfekt ausgewichen. Scheiße. Oh, geht weg. Oh, die Viecher sind so scheiße. Die sind so dermaßen scheiße. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Kommen wir hier rein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Lass mich leben, bitte. Oh mein Gott, da hinten. Was zur Hölle? Steh auf, Alter. Oh mein Gott, das sind drei Hunde, die uns alle drei töten wollen. Wunderbar. Nein, das andere ist gar kein Hund. Das ist so ein kriechendes Mistvieh. Oh mein Gott. Das Spiel macht mich nervlich. Fertig. Und wie? Was guckt sie denn da an? Ich guck die Tür an. Ja, da sollten wir vielleicht mal reingehen. Gehen wir mal rüber. Ah, und hier ist wieder die Bar dran. Ich dreh dran, aber es passiert nichts. Ich will wieder in die normale Welt. Ja. Scheiße, ne? Raus hier. Jetzt können wir den ganzen Weg. Eigentlich, wartet mal. Wenn es hier nichts zu sehen gibt, können wir eigentlich den Spielstand laden, indem wir vor dem Fahrstuhl standen. Moment. Moment. Ich gehe jetzt erstmal hier hoch und gucke, ob wir in. Nein, da können wir nicht rein. Und ob wir in die Tür da unten reinkommen. Und da kommen wir auch nicht rein. Okay. 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 Jo, ist klar. Könnt ihr mich mal bitte durchlassen? Lass mich durch! Oh mein Gott, lass mich los, du komisches Mistvieh. Bäh. Bäh, 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 bäh. Ihr seid so ekelhaft, wisst ihr das? Oh, geh rein. Was zur Hölle? Ist anscheinend der falsche. Rein. Puh. Oh mein Gott. Okay. Gut. Gut. Sieht doch ganz okay aus. Drei geht nicht. Vier. Fahren wir wieder in den vierten. Yay. Ui. Wie sieht's aus? Oh mein Gott, wir sind fast tot. Eigentlich, ich lade den Spielstand jetzt. Weil ich will nicht, wir haben fast das ganze Leben jetzt bei den Viechern da verschwendet. Und das muss ja nicht sein. So, jetzt müssen wir direkt vor dem Fahrstuhl sein.
Wurden vor. Ja. Gut. Und wo sind wir jetzt? Stockwerk 4. Ja. Gut. 3 ist zu. Auf 3 kommen wir nicht. 4, 5. Mal auf 5. Ich glaube, zwar hier waren wir schon. B. Picture. Okay. Ah, da sind wir ins Treppenhaus gekommen, genau. Und damit kamen wir in den 4. Hä? Ich verstehe es nicht. Moment, gut. Gucken wir mal, ob wir auf ins sechste Stockwerk kommen, weil da waren wir noch gar nicht drin. Schauen wir mal. 6? Nein, 6 geht nicht. Gut, Tür auf. Dann gehen wir nochmal zu diesem Bild da hoch. Wo war das nochmal? Andere Richtung. Andere Richtung. Was zur Hölle? Hallo? Hallo? Müssen wir hier irgendwie außen rum laufen, oder was? Ah ja, genau. Gut, dann laufen wir eben mal schnell außen rum. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Oh nein. Ich höre die Hunde. Sie rufen nach uns. Sie wollen uns töten. Hier ist auch noch eine Tür, aber die ist zu. Kommen wir hier irgendwo rein? Da ist zu. Hier ist auch zu. Yay! Und hier kommen wir in diesem Treppenhaus hier raus. Oder? Jetzt müssten wir eigentlich im vierten Stock sein. Ja. Vierter Stock. Ah, und da ist noch eine Tür, in der wir noch nicht waren. Sehe ich gerade. Hier. Ja. Gehen wir mal da rein. Und versuchen hier... Oh mein Gott, da kommen sie schon. Oh mein Gott, die sind so scheiße, die Viecher. Geh bloß weg. Na, na, Tür. War das die? Ah, Mist, die ist zu. Ja, toll. Was müssen wir jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Gehen voll ab, die Viecher. Oh mein Gott. Wie viel sind das denn? Oh, steh doch auf, Fetter. Geh rein, nein. Geh rein, ja. Und hier sind Hunde. Yay, Hunde. Ich liebe euch nicht. Oh mein Gott. Was soll ich nur tun? Ins dritte Stockwerk kommen wir ja nicht. Doch. Ins dritte Stockwerk kommen wir. Oder? Ins dritte Stockwerk sind wir doch gekommen mit dem Fahrstuhl. Nein, sind wir nicht. Oh Mann. Ja. Ich weiß auch nicht. Ne? 2. Gehen wir mal wieder in die zweite Runde. Oh mein Gott, geht weg. Ja, 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 ich weiß, dass ihr stinkt. Aber da kann ich ja nichts dazu. Boah, ich finde diese Mistviecher da fast noch schlimmer als diese Hunde. Oh! Geh mir jetzt weg, steh auf, Hedda, und renn da jetzt vorbei, verdammt nochmal. Mann, ey. Die kotzen mich an. Dreh doch die Kamera! Das Ding will die Kamera nicht drehen. Sie guckt da irgendwo hin. Wo guckt sie denn hin? An die Tür. Ich will nicht in die Tür. Hier komme ich her. Boom. Mann. Es ist so scheiße hier. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, da komme ich wieder zu dieser scheiß Badewanne. Oh Mann. Ja,
Toll. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich hier machen soll. Im ersten Stockwerk kann ich nichts machen. Da ist da zu. Da ist überall zu. Da ist dieses Monster. Aber bei dem Monster können wir ja nichts machen. Es ist ja unzerstörbar. Im zweiten Stock, in den Türen, in denen wir noch nicht waren. Ja, die sind alle zu, glaube ich. Die waren alle verschlossen. Ja. Alle verschlossen. Waren alle verschlossen. Na, hey. Ins dritte Stockwerk kommen wir nicht. Im vierten Stockwerk haben wir alles erkundet. Da unten ist das Bett. Aber hier geht auch nichts. Im fünften Stockwerk kommen wir ins vierte. Aber im vierten ist nichts. Und im fünften gibt es auch nichts zu sehen. Ich habe echt keine Ahnung, was wir machen sollen. Absolut keine Ahnung. Es muss irgendwas mit dieser Münze zu tun haben. Was haben wir denn noch alles? Gegenstände. Da haben wir nur die Münze. Irgendwie kommt sie mir sehr alt vor. Ich muss jetzt meine Haustür. Kugelsichere Weste. Die Münzen kann ich nicht verwenden. Wie sieht's mit Notizen aus? So erntet man Reichtümer. Zahn an dem Buch. Das Schicksal hat doch keinen Preis. Märchenfortsetzung. Ja, das Es ist falsch, Menschen zu fressen. Ich würde sagen, gehen wir nochmal zu dem Monster runter. In den ersten Stock. Kommen wir da ein bisschen hin. Geradeaus. Wir müssen jetzt mal noch in das Leben schaffen. Oh mein Gott. Geht mir weg. 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 Oh. Erster Stock, bitte. Hui. So, hier ist dieses Monster. Vielleicht ist das das Monster aus dem Buch? Wenn ja, dann muss ich aufpassen. Oder ich bin 0, nichts gefressen. Ich weiß aber gar nicht, wo sein Maul ist. Ja, ich auch nicht. Was zum Teufel? Ich will nicht zu nah dran, aber ich glaube nicht, dass es jetzt angreift. Warum nicht? Bellende Hunde beißen nicht? Egal, es ist im Weg. Ich komme nicht dran vorbei. Und es ist das Erdgeschoss. Es müsste der Ausgang sein. Ja, toll. Können wir die Münze... Nein, die Münze können wir nicht verwenden. Können wir das verwenden? Nein. Rede mit mir. Das Vieh redet auch nicht. Da können wir nichts machen. So ein Ärger. So ein Ärger. So ein... Was sollen wir nur tun? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Katana? Möchtest du meinen Katana spüren? Verdammt nochmal. Ja, gut, Leute. Ich würde mir jetzt mal wieder etwas Gedanken machen. Ja, und wenn mir eine Idee gekommen ist, sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, ciao!